weil ich den Scheiß mein ganzes Leben lang geglaubt hab. Ja. Mhm. Bernd Bums, Frank Stahl, Udo Ochsenschwanz. Lucy, du wurdest in einem Porno gezeigt. Es ist so geil. Benjamin, das ist dein erster Film nach dem Studium, dein erster langer Film. Und du hast lange dafür gekämpft, habe ich gehört. Wie war es, hier in Oldenburg Premiere zu feiern für dich? Es war toll. Also Riesenhalle. Ich hatte irgendwie auch beim Publikum ein gutes Gefühl und habe danach auch bis jetzt fast, also eigentlich nur gutes Feedback bekommen. Und das ist natürlich irgendwie super speziell, so ein Moment. Und ich lag danach im Hotelbett und konnte irgendwie gar nicht schlafen erstmal und habe danach dann auch nur so 2 Stunden geschlafen, weil alles so aufregend gewesen ist. Ja, das glaube ich. Ich habe das auch so mitbekommen, dass es beim Großteil des Premierenpublikums sehr gut ankam, der Film. Jetzt mal ganz ehrlich, ich will jetzt trotzdem ein paar Sachen von dir wissen, die mich persönlich interessieren. Ist es nicht ein Klischee, dass Porno lustig ist, war meine erste Frage. Und ist es nicht erst recht ein Klischee, dass Porno zur sexuellen Befreiung hilft? Wie ist da deine Antwort? Also ich beschäftige mich sehr viel mit Klischees, weil ich finde, Klischees sind wichtig, gerade wenn man Filme macht. Oder nicht nur, wenn man Filme macht, generell. Und ich finde, Klischees sind halt leider dann doch irgendwie immer wahr. Mhm. Und man darf sie auf der einen Seite nicht zu sehr bedienen, mhm, aber man darf sie auch nicht außer Acht lassen. Und deswegen habe ich auf jeden Fall versucht, die Klischees auch Teil davon sein zu lassen. Und wir zeigen, finde ich, auch verschiedene Aspekte der Pornoindustrie. Also es ist nicht nur lustig, es ist ja auch mal hart oder mal nicht schön, aber auch mal skurril oder mal absurd. Und das ist eigentlich alles, was ich im Laufe der Recherche, was mir da begegnet ist. Alle diese Aspekte gab es da. Ja, das habe ich auch in Erinnerung. Also es ist ziemlich ambivalent. Auf der einen Seite sieht man, wie die Protagonistin total geschockt ist, weil sie Sachen erlebt, die absolut für sie nicht schön sind. Auf der anderen Seite schockst du ja das Publikum, indem du ihnen die gleichen Sachen gibst. Und das ist für mich irgendwie nicht klar. Wie ist denn deine Haltung? Also wo stehst du da? Also ich musste mich auch im Vorfeld wurde mir oft die Frage auch so vom Sender, vom NDR oder so gestellt, wie ist denn deine Haltung zu Porno? Und ich finde eben, dass der Film auch zeigt, dass sexuelle Befreiung eben nicht über Porno funktioniert. Mhm. Und für mich ist unser Film auch kein Film über Porno oder über sexuelle Befreiung, sondern es geht eher so, es geht um Identität und die Frage, wer sind wir und wo kommen wir her und was macht es mit einem zu erfahren, wenn man jahrelang angelogen wurde und man gar nicht die Person ist, für die man sich die ganze Zeit gehalten hat. Und natürlich spielt es in der speziellen Welt, der Porno-Welt. Und also meine Haltung zu Porno ist, und ich hoffe, dass das auch im Film rüberkommt, dass ich will das irgendwie nicht krass bewerten und sagen, Porno ist schlecht und Porno ist schrecklich. Und gleichzeitig will ich aber auch nicht sagen, Porno ist gut. Sondern ich habe versucht, in dem Film wirklich auch diese ganzen Aspekte zu zeigen und nicht so eine Meinung zu haben oder das zu verurteilen und sagen, Porno ist Teufelszeug oder macht Porno. Also beides will ich nicht zeigen. Ist das nicht ein bisschen vereinfacht? Also wenn du sagst, okay, ich bediene mich der ganzen, du bedienst dich ja total dessen. Wir sitzen da, es ist zwar so ausgeblurrt mit so einem Balken, aber okay, wir haben alle genug Fantasie, haben selber Sachen erlebt, wir wissen, wie das alles aussieht und wir sehen so viel. Ist das nicht eigentlich, du sagst, du nimmst dich zurück, aber auf einer Seite benutzt du dich ja total der Elemente. Ich meine, da sitzen Leute, die kriegen dann ein feuchtes Höschen. Das ist dann so. So funktionieren wir Menschen. Also bist du wirklich so ambivalent zu Porno oder findest du nicht auch, dass du durchaus Elemente richtig für dich auch benutzt? Also wenn man einen Film macht, der in der Pornobranche spielt, dann glaube ich, sollte man auch Porno sehen. Das wäre so, wie wenn man einen Film macht, der auf dem Rummelplatz spielt und man sieht kein Rummelplatz. Okay. Und dann ist es halt schwierig. Natürlich bediene ich mich der Elemente. Und wenn man sich den Film vielleicht ein zweites Mal oder so anschaut, dann sieht man, dass wir im Grunde genommen gar nicht viel zeigen, sondern dass das meiste im Kopf des Zuschauers passiert. Ja. Also man sieht nicht wirklich viel. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber okay, das ist wahrscheinlich... Also man sieht in einer Szene ein Penis und in einer Szene einmal Brüste. Mehr siehst du im ganzen Film nicht. Okay, aber das ist ja sozusagen runtergebrochen aufs Wort. Aber ich meine, wenn man die Szenen sieht, das ist es ja schon... Genau, aber das passiert ja dann bei dir als Zuschauerin im Kopf. Genau. Und das natürlich, natürlich hat das so eine Wirkung. Aber ich gehe jetzt nicht hin und sage, oh geil, kommt, lasst einen Film über Porno machen. Ich will damit schocken oder ich will
Ich will, das ist die Sensation des Films, ist das okay. Für mich nicht. Ja. Also es wäre mir zu einfach. Und warum ist das damals so gewesen, dass du gesagt hast, das ist mein Thema, ich will dieses Coming of Age über die Pornoindustrie, über diesen Weg erzählen. Warum war das so? Also die Idee ist von Cherokee, meiner Autorin, und mir, die ist zusammen entstanden. Und wir hatten halt diese beiden Figuren, alter ehemaliger Pornostar und ein junges Mädchen. Und dann hat sich eigentlich in dem Fall was so, dass sich über die beiden die Geschichte entwickelt hat. Deswegen ist es auch wirklich mehr so, also Cherokee und ich, wir mögen besondere Figuren sehr gerne. Mhm. Also unseren Abschlussfilm, den wir an der Hamburg Media School zusammen gemacht hatten, Fliehkraft. Da geht es ja auch um eine transsexuelle Frau, die zurückkehrt auf dem Rummelplatz. Mhm. Und da geht es genauso um die Klischees. Wir haben Transsexualität, wir haben Rummelplatz. Das sind so zwei krasse Themen auch wieder. Und da haben wir auch, natürlich müssen wir die Klischees irgendwie bedienen, weil es die gibt. Aber wir haben immer versucht, die auch gleichzeitig nicht auszuschlachten. Also ich will da nichts ausschlachten oder so. Okay. Aber wir mögen halt irgendwie besondere Welten und besondere Figuren und trotzdem versuche ich das halt dann alles nicht so in ein deutsches Sozialdrama zu packen, sondern irgendwie so einen poetischen Realismus zu schaffen. Okay, also typisch für deutsches Kino der letzten Jahre ist auf jeden Fall nicht der Film. Danke fürs Gespräch und für den Film, Benjamin. Sehr gerne, danke.